Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Subdistance. Ja, in Holzfahrkrimi, wir brauchen Masse. Masse, Masse, Masse. Deswegen müssen wir heute mal eine Runde Holz fahren. Tut mir auch leid, aber es ist leider mal nichts anderes. Ich brauche ordentlich Holz. Ich möchte Solarzellen setzen, also Photovoltaik und mir geht die Masse aus und deswegen müssen wir heute einmal Masse machen. Ich habe schon ordentlich geklopft, aber das frisst ganz schön Masse. Wir looten, ja, alle sagen looten. Wir sammeln auch Zeug dabei ein, ne? Ist ja logisch, wenn wir hier schon lang latschen. Gucken wir immer nach. Wie viel habe ich jetzt? 87, könnte knapp werden. 100 sind, glaube ich, ganz gut Masse. Können wir gleich mal zurückgehen. Vielleicht können wir noch eine bauen jetzt gleich. Aber das nehmen wir mit. Das lassen wir nicht liegen. Ich habe nämlich eigentlich nur noch Kalium zum Schmelzen. Oh. Das ist Kalium. Zink. Zink, so heißt es. Habe ich noch zum Schmelzen. Aber möchte ich auch im Moment nicht so viel jetzt immer durchschmelzen, weil ich kann 3 Solarzellen bauen. Eine ist fertig. Sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen, weil das ist Stromproblem, ne? Ströme verhageln dir hier alles. Wie gesagt, wenn du was bauen willst, musst du immer Zeug rankarren. Das ist halt in diesem Spiel so. Aber ich finde, das macht das Spiel auch aus, dass du nicht alles direkt hast, wenn du es haben willst, ne? Also das ist echt Premium hier. Ich hoffe, wir haben auch noch genug Dinger. Platinen und so. Aber das können wir mal gucken. Normal müssten wir jetzt schon ein bisschen Masse wieder haben. Da ist noch eine Erdbeere, nehmen wir mit. Hier war eben Hühnchen, ne? Habe ich eben schon gehört. Erdbeere. Mitnehmen. Danke. Hier ist ja auch Zwiebel. Danke, Subdistance. Bist du heute wieder gut zu mir? Was habe ich dir getan? Da hinten ist das Hütchen. Das wollen wir ihm nochmal kurz in den Hals gucken, ne? Guck mal, wie groß sie da gebaut haben. Da hinten waren auch, glaube ich, Banditen. Aber da habe ich im Moment nicht so Lust drauf. Das kostet alles nur Munition. Weißt du, und die Munition brauche ich. Damit ich ja, wie sagt man, Ströme krieg, ne? Muss Biokraftstoff haben. Kriegst du aus Fett. Obwohl ich gestern Hirsch erlegt habe, ne? Mit dem Pfeil und Bogen. 2 Pfeile neuerdings. Bäm. Kladderaditsch, ne? Läuft. Sagen wir, wie es ist. Ja, gebaut habe ich jetzt noch nicht viel. Ihr seht da oben, die erste Solarzelle habe ich gestern noch gesetzt. Ich habe mit Marian gesprochen. Ich habe gesagt, was ist... Das war unser. Heiliges Blechle, Hannelore. Du lebst ja echt gefährlich. Mit Marian gesprochen, ne? Also aufwerten, sagt er, bringt gar nichts, aber für Ströme ist es echt sinnvoll, das zu machen, ne? So, das haben wir. Du kommst erstmal hier hin. Frisst natürlich wieder Strom, ne? Aber ich brauche die Masse. Wie viel Masse brauchten wir? Wir können sie bauen. Gut, dann machen wir das gleich. Eben das Zeug in hier rein. Du kannst noch da. Du kannst noch da. Dich müssen wir leider schlachten. Die brauchen wir auch. Upsi. Ja, passt gerade noch so, ne? Kühlschrank geht voll. So. Was habe ich gesagt? Was brauchen wir jetzt? So, wir brauchen Kleber, Metal, Seil. Habe ich, glaube ich, alles hier reingelegt, ne? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir.
Das brauchen wir. Dann können wir die zweite herstellen. Herstellen. Danke. Kühlschrank ist noch an, ne? Ja, gut. Premium. Zweite Solarzelle. Was willst du mehr im Leben? Ja, gibt eine ganze Menge mehr, aber... So. So. Ja, Hannelore. Ja, ja. Alles tut dir hier draußen? Ich habe noch ein Würmchen für dich. Hier. Kannst du essen. So, guck mal. Wir haben hier Freilandhaltung, ne? Ich habe den direkt aufgewertet für Freilandhaltung. Ich weiß gar nicht, was das kostet, jetzt nochmal aufzuwerten. Wir haben schon wieder kein Holz mehr. Ich muss Holz holen. Müssen wir nochmal nachgucken. Das kommt hier gar nicht rein. Du kommst hier rein. Du kommst da rein. Nägel, lass mal erst drinnen und Hammer. Du kommst hier rein. Rest bringen wir gleich rüber. Den eben raus. Setz den noch da. Okay. Du kannst da rein. Läuft. Ja, Hannelore. Ich weiß Bescheid. So, dann können wir nämlich hier direkt die zweite hinsetzen, ne? So. Jetzt sag nicht, ich habe dich falsch gesetzt oder so. Weil dann kriege ich nämlich gerade ein Föhnchen. Setzen wir die hier so hin, ne? Zack, zweite Solarzelle. Er macht wieder kein Bild. Also manchmal. Ja, mache ich nachher. So, das haben wir. Zweite Solarzelle. War wichtig. Wir gehen eben rüber. Das Tauwerk kann auch rüber, ne? Das können wir dann mal in der Nacht alles durchlaufen lassen. Hannelore. Tapfer sein, ne? Kein Schickram hier bauen. So, dann haben wir jetzt schon zwei. Ne, das brauchen wir im Moment nicht schmelzen. Du kannst noch da. Den Rest brauchen wir ja erstmal, ne? Weil wir gehen jetzt in die andere Richtung gucken. Schön tapfer bleiben. Guck mal, eine Erdbeere für Svenny. Gehen wir mal eben gucken, ob was in der Bärenhütte los ist, ne? Puma müsste ich auch mal wieder machen. Ja, ich habe nicht genug Muni, ne? Aber wahrscheinlich wird es drauf hinauslaufen, mal wieder ins Puma-Gebiet zu latschen. Könnten wir eigentlich mal eben machen. Vielleicht haben wir ja Glück. Noch ist hell. Haben wir noch ordentlich was für die Schrotze? Ne, da haben wir nicht mehr. Hier können wir noch nachladen. Das können wir auch nachladen. Gut, das läuft. So, über den Fluss ist ja leider Forse, ne? Obwohl, die sind gerade nicht da, das ist ganz gut. Ja. Ich muss jetzt auch Material rankarren hier, um in die Höhle zu kommen. Ich habe jetzt schon 5 Flaschen mit dem Dings gemacht. Hier Trauben rein, also Heidelbeeren und mit Wasser aufgefüllt, weil Mariam mir gesagt hat, er muss mindestens 20, 30 Flaschen von mitnehmen, weil da unten 40 Grad sind. Weiß Bescheid, ne? Es ist ein Drama, ne? Ganz ehrlich, es ist ein Drama. Aber was du hast, hast du. Da brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Das ist auch ganz gut so. Oh, er ist auch wieder da. Da haben wir jetzt gerade nicht so Zeit für. Machen wir auf den Rückweg. Wenn wir noch... Ach, der ist auch ziemlich weit weg.
muss auch hinterm Baum, ne? Halt mal an da. Weil mein Pfeil wieder haben? Anscheinend nicht. Guck mal, ein Elch. Aber da traue ich mich noch nicht dran, ey. Die haben mich bis jetzt jedes Mal aufs Korn genommen, wenn ich das versucht habe, ne? Elche. Ich sag nicht, wir haben keine Pfeile mehr. Doch, wir haben noch Pfeile. Was soll ich sagen, ey? Dann wäre Schickram gewesen, du. Gehen wir mal hier an der Seite lang, wegen dem Bär. Ja, tut mir auch leid für euch, dass ich jetzt... Aber ich brauche das Holz. Ich muss Holz fahren. Nein! Sag mal! Das gute Zeug klatscht da auf den Boden, weil ich hier lang gehe, oder was? Kann's nicht sein, ne? Kann's nicht sein. Oh, hier ist nur ein Bäumchen. Nehmen wir mit. Ist nur gut für uns. Wie gesagt, ich wollte ganz gerne noch so eine Solarpanel setzen, ne? Also, Marian hat gesagt, wenn du da so 10 Stück von hast, dann bist du erstmal auf der sicheren Seite. Schon wieder so eine Arschkrampe hier, ne? Ja, läuft bei dir. Ich bin gleich Doa. Ich mag mich jetzt nicht umdrehen. Die ist immer noch da. Wir könnten Glück haben, wir könnten aber auch heute Pech haben, ne? Wir haben nur zweimal Schrotze. War nicht gut. Vorsichtshalber. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Man weiß nie, was so hier in diesem Business passiert. Immer schön vorsichtig sein mit der jungen Pferde. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Schon meine Oma früher immer gesagt, ne? So, mach mal eben hier. Gib mal eben den. Oh, ist Svenja dran gedacht, er ist ein Wunder, ne? Der ist mal in Ordnung. Hier ist auch noch. Der ist noch gut. Hier ist auch noch gut. Da auch noch. Was sagt er hier, der junge Hund? Tippitoppi, hast gesehen, du. Nix passiert. So, hat natürlich auch wieder Holz gekostet, so wie immer. Ist ja nichts Neues, ne? Alles klar, danke. Heute ist keiner da, ne? Ist immer so. Wenn ich hier hochlatsche, dann ist keiner. Was zu den Lorn. Mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Ist keiner, hat er gesagt, ne? Ey, du bist so ein Bienenpflücker, Svenny. Ich hab ihn gesehen. Oh, oh, Adrenalin pur.
Grüße. Heilungsblende, ey. Das ist jedes Mal Adrenalin pur, du. Macht keinen Spaß manchmal. Oh, der war gut. Shikram, Shikram, ne? Jetzt darf aber auch nichts passieren auf dem Rückweg, Leute. Shikram, Shikram. Nichts mehr für die Schrotze, nix so. Echt, jetzt darf echt nichts mehr passieren. Aber? Ja, klappt so langsam, ne? Aber war auch ein teurer Puma wieder, ne? Weil ich wieder Schiete gezielt habe. Langsam nach dem Hof hin, ne? Bisschen Holz noch mitnehmen für den Rückweg. Immer wichtig. Wir brauchen es. Svenny sollte auch mal was erzählen, ne? Da ist ein Wolf, da habe ich heute keinen Bock drauf. Ich habe nämlich keine Schrotze mehr. Das läuft, ne? Man wird sicherer mit dem ganzen Geschieße und dies und das und. Man darf da, glaube ich, nicht so ängstlich sein, dann klappt das einigermaßen, aber wenn du ängstlich bist, dann hast du verloren. Das ist zumindest meine Erfahrung bis jetzt. Wo ich nicht mehr so ganz so ängstlich bin, dann klappt das einigermaßen. Klar, es ist immer noch Adrenalin im Blut, wenn du so ein Viech da oben wegmähst. Muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Da ist ja eh nichts mehr drin. Lass das Ding noch mal. Guck mal, Subdistance. Danke, danke. Danke. Wäre nicht nötig. Ja, nötig ist das schon, aber manchmal bist du auch zu gut zu mir. Ist doch Kalium, oder? Ja, sicher. Ne, Eisenerz. Ne, Kalium. Hab ich doch richtig geguckt eben. Danke. Langsam weiter, ne? Die Wölfe fliegen heute tief, du. Oh, der hat mehr Bock auf seiner Seite zu bleiben, ne? Ich muss auch aufpassen wegen Berli. Die Gummibärenbande, die fliegt hier öfters rum, ne? Kennt die überhaupt noch jemand von euch? Die Gummibärenbande? Das ältere Semester müsste ich auf jeden Fall noch kennen. Gummibärenbande. Das war cool früher. Nimm das mit, Mann. Nix verschenken hier. Hä? Holz machen und Puma töten. Das ist Tagesbusiness. Kann's nicht sein, ne? Aber. So ist meine Solaranlage mir schon wieder sicher, ne? Und ich könnte noch zum... Ja, zwei Seile können wir, glaube ich, jetzt noch machen. Zwei, ne? Ja, ich glaube, zwei kann ich machen. Der hatte fünf. Die lass mal da eben stehen, die Kiste. Fünf sehen. Eine hab... Ne, zwei habe ich, glaube ich, noch da, ne? So ein zwei Seile. Gutes Business. Vielleicht kann ich meinen Hühnerstall aufwerten.
Ne, eine Solaranlage möchte ich noch bauen. Auf jeden Fall. Weil das Stromproblem, das frisst dich auf. Muss man sich nichts vormachen. Dadurch, dass dir immer Strom fehlt, ne? Sagen wir, wie es ist. Bist du immer gezwungen, Wölfe, Bären zu machen? Dadurch fehlt dir die Munition. Dadurch brauchst du nicht bei den Nachbarn gucken gehen. Munition brauchst du. So, Munition selber herstellen, müssen wir uns nichts vormachen. Viel zu teuer. Da bist du ranzig bei. Das ist viel zu teuer. Also bist du auf das gute Zeug angewiesen, wenn es mal da ist. Nee, ist wohl keiner da. Ja, dann langsam zurück. War ja auch eine gute Tour. Gestern habe ich einen Voucher geguckt, da wollte man echt platt machen mit weglaufen. Ne? Ja, habe ich auch mal probiert. Mach ich nie wieder. Elch. Ich weiß auch noch nicht, wie du dem beikommen willst. Ich bin ganz ehrlich. Da ist er heute. Nee, bleibt man da. Hast du da so einen Spasti weggemacht? Sag mal. War da einer zum Angeln? Immer schön wegmachen, die Kollegas. Die klauen uns hier den Fisch. Aber in letzter Zeit sind die gar nicht mehr hier. Haben sich wohl ins andere Gebiet zurückgezogen. Ne, ach so. So. Guck mal, haben wir das aber auch schon wieder geschafft. War nur eine gute Loot-Tour. Machen wir uns nichts vor. Die war echt nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch ein Bild machen könnte, wäre ich echt top zufrieden, aber. Macht er leider nicht. Schick. Hannelore! Na? Mein kleines Göckelchen? Wie ist die Lage? Hast du schön aufgepasst hier zu Hause? Ich bin stolz auf dich. Ich bin so weit von stolz auf dich, meine kleine Hannelore. Ja, fein, ne? Satan, ey, was hast du denn hier fabriziert? Hast du mal Hunger auf eine Erdbeere? Die bringt ja auch gar nichts. Kannst du noch ein Möhrchen haben, hier. Lecker Mürsche. Standen da nicht fünf? Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hätte nur zwei. Ja, fein aufpassen. Nicht, dass die bösen Leute hier vorbeikommen. Na, immer fein aufpassen, Hannelore. Heiliges Blende. Was ist hier los? Kühlschrank noch an? Ja, guck mal, 500. Läuft. Ist ja jetzt auch keine Sonne mehr, du. Echt, das war nicht schlecht, oder? Jetzt sagt er mal ganz ehrlich, war gut. Ihr könnt noch da. Ich brauche mir, guck mal, Eier haben wir auch schon po. Was ist das? Oh, Heilkräutersamen, das ist immer gut. Wenn die richtige Taste drückst, ist noch besser. Ich wollte hier E drücken, ne? Ein bisschen Biokraftstoff können wir auch wieder herstellen. Hannelore macht da nicht so einen Krach da draußen. Was sollen denn die Nachbarn von dir denken? Hier müssen wir hin. Das läuft. Leber im Kühlschrank. Oh, ist auch voll, ne? Wir müssen mal brutzeln. Ich habe keine Plätze mehr frei, so Schikram. Esst die mal. Dich können wir erst schlachten.
Schlacht. Kann das jetzt da rein? Guck mal. Gar nicht so uncool. Ja. Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!